Ein Hallo und herzlich willkommen bei meinem nächsten Let's Play, und zwar sind wir Spider-Man 2. Dieses Let's Play ist komplett blind, das bedeutet, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß bei diesem Let's Play. Halt jemand den Typen auf, er hat mich gerade beraubt. Hey, Kleiner, etwas Hilfe? Nicht mein Problem. Jemand muss den Kerl aufhalten. Nicht mein Problem. Ist egal. Es ist halt egal. Bis genau. Sie trifft. Genau. Oh, du siehst wie ein kleines trauriges Hündchen aus. Ja, du kleines Hündchen. Oh, Mann. Wir schauen uns eine Hammerband an. Oh Mann. So, können wir irgendwie rennen oder können wir die ganze Zeit hier nur so schillig rumlaufen? Ja, okay. Dann latsche ich einfach mal über die Straße. Schau dir die Delle an. Das ist ein brandneuer Wagen. Oh Mann. Ich hab gelb angehalten. Wer macht denn sowas? Leute, die sich an das Gesetz halten. Klar. Du hast dich die ganze Zeit ans Gesetz gehalten. Ja. Boah. Alter. Was? Untersuche den Ort der Schießerei. Oh. Rennen! Wir müssen dahin! Onkel Ben! Nein! Nein! Onkel Ben! Peter! Ein Krankenwagen! Hilf doch jemand! Onkel Ben! Onkel Ben! Onkel Ben! Komm schon! Nein! Komm schon! Onkel Ben war mein Fels in einer Welt, in der ich auf nichts zählen konnte. Eine Welt, in der meine Eltern verschwunden waren. In der ein Biss einer genetisch veränderten Spinne mich in etwas Neues verwandelte. Doch nun war Onkel Ben tot. Für ihn, für Tante May. Und weil ich seinen Mörder nicht aufgehalten hatte, als ich es konnte, musste ich zu einem Mann werden. Zu Spider-Man. Und ich habe Gutes getan. Jede Menge Schurken geschnappt. Aber den Mörder von Onkel Ben habe ich noch nicht gefunden. Nur ein weiterer leerer Platz in einem Leben voll davon. Der Mann, der Onkel Ben getötet hat, ist irgendwo da draußen. Und ich finde ihn. Ich werde nie aufhören, Onkel Bens Mörder zu suchen. Niemals. Halte linke Shift-Taste und linke Maustaste. Juhu! Wieder ordentlich am Rumschwingen! Und jetzt, achso, okay. Okay, das Schwingen ist auf jeden Fall komplett anders als wie in The Amazing Spider-Man 1. Einmal die linke Maustaste und einmal die rechte Maustaste immer drücken. Tompkins Square Park. Dorfverdächtiger auf der Flucht zu Fuß. Männlich, weiß, blond, Sonnenbrille. Ah. Das klingt nach dem Typen, der Onkel Ben erschossen hat. Das sehe ich mir besser mal an. Oh ja. Wir sind ja auch gleich da. Hammergeiler Scheiß. So, da muss ich eigentlich abbiegen. Moment mal. So. Gleich sind wir da. Juhu. So. Hey Larry, die Waffen sind schwer. Wie wär's mit etwas Hilfe? Ich hab die Sache klar gemacht. Also bin ich der Boss und du mein Gehilfe. Also halt die Klappe und streng dich mal an. Der Anführer könnte der Kerl sein, der Onkel Ben getötet hat. Aber ich bin nicht sicher. Ich brauche ein paar Bilder von ihm. Ja, erstmal ein paar Fotos schießen. Sieh dir die hässliche Visage von dem Kerl mal genauer an. Klar, warum nicht? Ich muss mein Ziel besser anvisieren.
Ja, wie denn? Achso, mit Zoomen. Achso, okay. So. Ein sehr hübsches Bild. Oh ja, er könnte das Mode ist werden. Nicht der, den ich suche. Etwas stimmt nicht. Finde die Gefahr. Was? Wo? Wer denn? Wo denn? Ich sehe nichts. Welche Gefahr? Ah, ups. Das ist so geil. Zum Glück habe ich meinen Instinkten vertraut. Spider-Man, zur Hölle, mach ihn fertig! Na, der kommt mal ran hier! Moment mal. Kann ich denn hier irgendwie was raushauen? Rechte Maustaste ist hier ausweichen, ausweichen wieder. Achso, erstmal hier ein bisschen lernen. Angreifen kann ich noch nicht, nur ausweichen. Ist ja lame. Ja, jetzt endlich mal auf die Fresse hier! Yeah. Und ausweichen, zack! Kein Problem! Yeah! Und zack! Ordentlich was aufs Fressbrett! Jawoll! Und jetzt auch der dahinter her! Zack! Kein Problem! Jawoll! Oh yeah! Haben wir einen geiler Chance! Ich mach euch alle platt! Ihr könnt ja gar nichts! Jawoll! Oh yeah! So, das war's. Super, hätten wir das auch geklärt. Du wirst für deine Taten büßen, Spider-Man! Na ja, komm mal ran hier! Da ist mir einer ins Netz gegangen! Juhu! Netz. Oder? No. Nein, bitte, bitte, kein Applaus! Wie fühlt sich das an? Wow, so, ordentlich drauf da jetzt! Schade, dass ich es kaputt machen muss. Und? Zack! Da guckst du gut, wa? So, und nu? Lass mich runter! Lass mich runter! Sei still! Zeig mir deine Hände! Du hast Glück! Ich bin nicht hinter dir her! Oder hast du dir ein Tattoo entfernen lassen? Nee, Mann, nee, nee! Ich habe Angst vor Nadeln! Und Höhen! Hier passiert nichts, bis sich das Netz auflöst. Aber bis dahin ist die Polizei hier. Wahrscheinlich. Los! Bitte, was soll ich tun? Vielleicht kann ich dir bei der Suche helfen, aber bitte lass mich runter! Im Knast gibt es überall die gleichen Modemagazine. Es gibt jede Menge Kriminelle, die genau wie du aussehen. Ich versuche, den hier zu finden. Der verkauft Waffen an meinen Boss, Herman Schultz. Durch Lügen wird meine Stimmung nicht besser. Ja, ich schwöre, ich schwöre. Mr. Schultz schließt jetzt gerade einen Deal ab. Weiß nicht, ob der da dabei ist, aber er kauft genug, um es mit einer Armee aufzunehmen. Welche Armee? Die Russen, Mann. Sie rüsten auf, wir rüsten auf. Üble Zeiten, Mann. Man muss auf alles gefasst sein. Weißt du, wovon ich rede? Sag mir, wo ich Schultz finde, okay? Dann darfst du es dir vielleicht an einem Hydranten bequem machen. Ja. Ja. Was sagst du? Klingt doch gut, oder? Ja. Ha? Haben wir einen Deal? So, Netzsprint auf E. Alter, die Steuerung ist ja schon ein bisschen scheiße, würde ich mal sagen. Also ich fand die besser in The Amazing Spider-Man 1, aber naja, was soll's. Oh, auf eine Heli. Und wir halten Schwung, aha. Okay. Juhu. Und da wieder, zack. Wir halten... Alter, was? Achso, okay. Verstehe. Naja. Dann wollen wir mal dahin schwingen. Ich muss zu der Baustelle, wenn ich diesen Herman Schultz finden will. Ja, ja. Kein Problem. Ich weiß nicht, aber das Schwingen gefällt mir ehrlich gesagt in The Amazing Spider-Man 1 irgendwie besser, aber naja, mal gucken. So. Wahnsinn! Jetzt, wo die Cops erledigt sind, haben die Crews in der Stadt kaum noch Waffen. Das ist ein eindeutiger Vorteil für uns. Du meinst uns? Her damit, dann lebt ihr vielleicht. Sie euch, ihr Idioten! Wie wär's, wenn ich die Waffen nehme? Ich denke nicht, dass ihr verantwortungsvoll damit umgehen könnt. So. Moin Jungs, na? Finde Kisten. Da ist eine Kiste. Und nun? Ihr könnt nicht gewinnen. Nur sterben. Achso, die Munitionskisten sichern. Hier wechseln. Ne, ich würde jetzt hier angreifen. Auf welchem Planeten? Nur mal drauf hier. Zack. Jawoll. Uiuiui. Ja. Und zack!
Jawoll! Und nochmal drauf! In die Fresse! Ah! Zack! Kein Problem! Ich habe alles unter Kontrolle! Zack! Aha! Ah! Schon! Ja! Was? Klebe ich an dir dran! Ah! Perfekt, der wäre down! Geiler Scheiß! Und jetzt kommen ich wir zu dir! Ich würde gerne sagen, dass das Leben andere Optionen für dich bereithält. Ich bin mir aber nicht so sicher. Was? Lebt da noch einer? Ne. Kiste einspinnen mit F. Wir sind alle Nein. besser dran, wenn niemand die Munition in die Finger bekommt. Sehr schön. Wenn ich mich konzentriere, finde ich vielleicht die anderen Munitionskisten. Moment, achso. Und wir sind auch weg. Okay. Ich bin erstmal da drauf. Ich möchte den Manager sprechen. Auch gut. Zack. Keine Sorge, der findet dich. Oh, Moment. Ah, zack. Du hast dir also gedacht, ich werde ein mächtig reicher Krimineller. Könnte man nochmal die Signatur-Moves da machen? Mit F, ne? War das, glaube ich. Ich glaube schon. Ja. Und zack. Jawoll. 26er Combo, kein Problem. Das waren zwei. Versuchen wir den Triple. Jetzt nach oben. Ja. Und darauf. Jawoll. Alles perfekto. Ja, oh. Nicht zu Hause nachmachen. Und zack. Aha. Oh, oh. Ich hab da ausweichen gedrückt. Mann, oh. Kampf, sondern wie gelangweilig. So eine Schweinerei hier. Das macht mich wütend. Komm, ich will einen Finishing-Move hier raushauen. Naja, bei dem nicht. Dann Warum eben so. Ich bin nie zu Bankenkriegen eingeladen. Ich verderbe allen den Spaß. Du musst schuld sein. Ich habe schon gehört, dass du hässlich bist, aber wow, das war untertrieben. Du willst es mit mir aufnehmen, was? Ich werde es dir nicht einfach machen. Ja, hoffe ich wohl. Jetzt komm schon. Deine Freunde waren netter. Du hast dir gerade ein Ticket in die Hölle gekauft. Ja, ja. Ausweichrolle. Oh nein, zack. Ich hab ja solche Dafür Angst. Wirst du bezahlen. Und rauf da. Hättest du zumindest Jawohl. So tun, als wärst du nicht in. Was nun? Ha, ha? Jawohl! Na? Hermann Schulz! Ich flehe dich an, Mann. Töte mich nicht wie die anderen. Wir können eine Abmachung treffen. Die anderen? Ich habe Geld, Waffen. Sag mir einfach, was du brauchst. Ich hörte, du machst Geschäfte mit diesem Typen. Klar. Was willst du wissen? Ich komme noch nicht hier drüber hinweg. Hermann Schulz! Ich bin ein Krimineller! Wofür steht das Tattoo? Erzähl mir vom Bannenkrieg. Identifiziere Bens Mörder. Wofür steht eigentlich dieses Tattoo? Das Tattoo? Was bedeutet das? Das ist so ein Gangding. Es gibt keine Gangs mit diesem Symbol. Nur ein paar Leute haben es. Er muss so eine Art Spezialist sein. Jemand, der alles besorgen kann, wenn man dafür bezahlt. Und der jeden umbringt, der ihm in die Quere kommt. Ja. Das dachte ich mir schon. Aha, okay, so ein Gang-Ding also. Na dann erzähl mir doch mal von diesem Bandenkrieg da. Warum könnt ihr euch mit den Russen nicht einigen? Hä? Machst du Witze? Nach allem, was sie uns angetan haben? Meine Männer denken einfach, dass sie etwas tun müssen. Ist schlecht fürs Geschäft. Aber was willst du machen? Es beenden. Und du sagst mir wie. Ja, ich weiß nicht, ob das geht. Wenn du mich fragst, wird es dann erstmal nur viel schlimmer werden. Ey, yo, Hermi, sag mal. Identifiziere hier Bens Mörder. Erzähl mal Bens Mörder. Keine Ahnung. Alter. Wer ist der Mann auf dem Bild, ha? Caradine. Keine Ahnung, ob das sein richtiger Name ist. Er verkauft Waffen. Ohne lästige Prüfung der Personalien. Wo trefft ihr euch? Jedes Mal woanders. Man lässt verbreiten, dass man etwas kaufen möchte und schon ruft er an. Immer mit einem Prepaid-Handy. Echt paranoid, der Typ. Er muss ein schlechtes Gewissen haben. Komm schon. Wird das ein Deal? Hm? Ja?
So, Hermann Schulz, die Unterhaltung ist damit beendet. Wenn du den Typ auf dem Bild suchst, geh zu einem Waffenhändler in Alphabet City. Er heißt Carradine. Ich glaube, ich habe seine neue Nummer hier in meinem Handy. Halt! Mist! Ich war so auf die Antworten aus, dass er mich einfach austricksen konnte. Wie hat Captain Stacy immer gesagt? Die großen Fische fängt man mit den kleinen. Effektiver Anzug erhöht, indem du Schläger besiegst und Mission abschließt. Erhält bei der EP für den Anzug, den er gerade trägt, wodurch zieht ich das in einer Stufe. Okay, es gibt andere Anzüge und irgendwie kann man seinen Anzug Stärke irgendwie erhöhen. Interessant. Phone-Menü öffnen, gerne. Achso, okay, können wir upgraden und alles mögliche. Gucken wir uns erstmal Anzug hier an. Schadensbonus, Combo, Schussraten, Textrollen, Blättern, hahaha. Da kann man scheinbar nichts machen beim Anzug. Da kann man sich nur ansehen. Oh, guck mal, hier ist wieder was gestiegen. Wir sind jetzt Stufe 2 mit diesem Anzug. Und scheinbar gibt es auch irgendwie andere Anzüge, die wir noch irgendwie nach oben pushen können. Interessant, interessant. Aber erstmal ja upgraden. Und zwar würde ich gerne meine Trefferpunkte upgraden, die man, glaube ich, nicht upgraden kann. Wegen, das gehört ja zum Anzug, glaube ich mal. Von daher upgraden wir... Werfen... Kann man noch weiter runterscrollen? Ach, hier kann man noch weiter runterscrollen. Interessant. Und dann schauen wir uns das erstmal hier ein bisschen an, ne? Netzzug, Waffenblockade. Steht da irgendwas hier? Durch seine Übungen lernt Spider-Man den Feind durch die Technikwaffen zu bereißen. Permanent. Ne. Werfen. Was bringt denn das hier? Da ja mehr Erfahrung kann Spider-Man ja zu Schwung, das ist bei der Nutzung. Achso, okay. Gut. Damit kann man dann so eine Objekte werfen, wie es auch schon dargestellt ist. Reichweite, was bringt denn das hier? Da Spider-Man jetzt mehr Erfahrung mit seinen Spinnensinn hat, ist dessen Reichweite nun größer. Aha. Und Effizienz? Ich würde sagen, wir skillen erstmal dieses Werfen. Können wir das eigentlich kaufen? Nö. Dann würde ich sagen, dass wir eher... Moment, was skillen wir denn da? Ja, ich würde sagen, das skillen wir. Das können wir uns kaufen. Super. 500 hätten wir noch, aber wir können dadurch nichts kaufen. Okay, dann können wir ja mal wieder weitermachen hier. Ah. Zack. Entweder ich finde einen Mast und hacke ihn, oder ich verfolge jeden Einwohner im Viertel persönlich. Zack. Ich nehme entweder. Ich glaube... Wenn ich mich so rumschwinge, also mit E die ganze Zeit, damit geht es ein bisschen schneller. Ich habe mehrere Notfallsicherungssysteme, um den Mast zu schützen. Ich muss sie finden und entschlüsseln. Zum Glück kann ich mich bei sowas immer auf meinen Instinkt verlassen. Ja. So, what the fuck? Spinnensinn ausschalten. Gehen wir mal dahin. Juhu! So. Und nö. Und zack. Super. Das ist das andere Teil. So. Super. Totaler geile Drogenmodus, ey. So, und jetzt dahin bitte. Sogar in New York gibt es manchmal nichts zum Schwingen. So. Und zack. Super, hätten wir das auch geklärt. Schöne okay, Ding. Alphabet City, sprich mit mir. Aha, aha, okay, da ist ein bisschen Schlägerei, da ist unsere nächste Story-Mission. Ich würde sagen, wir. Ja, hauen wem auf. Hau mal. Heldentaten, ist bei einem Gewehr, dem Boden die Fähigkeiten deines Anzugs zu kriminell, doch freien Lauf wird. Jameson von Daily Bügel. Nicht eine Sekunde zu hören, Spider-Mans Ruf zu zerstören. Ach du Scheiße. Interessant. Noch eine kritische Beeilung. Okay. Was willst du denn mit Waffen? Dein Ding war doch immer Brandstiftung. Ja, aber heutzutage trägt jeder eine Kanone. Man kann nicht mehr ungestört ans Feuer legen, ohne dass irgendein Idiot... In die Fresse! Gleich direkt aufs Maul! Yeah, ihr habt doch keine Chance gegen mich! Ich bin Spider-Man!
Gott. Aua! Caradine sein. Das tat weh. Eine kleine Clubtour. So. Jetzt kriegst du was ordentlich auf die Fresse. Oh. Gut. Hat mal geklärt. Und gleich mal zur nächsten Schlägerei. Was denn jetzt los? Die Freude der Anwohner beweist wieder einmal, warum sie ihn die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft nennen. Kommt da noch was oder? Nö. Okay.